Einmal herzlich willkommen zurück zu neuen Video und zur Elstern auf Kante Novischer Marsch im Gissel-Projekt mit mir, dem Fabi. Hallöchen. Und dem Jay Gamer. Moin. Gibt's nicht eigentlich von Web wieder ein Update? Nur von dem Gebäudepack. Achso. Ich wusste, irgendwas hab ich da gesehen gehabt. Da Rübenroder steht. Alter. Der wird doch überladen, oder nicht? Nee. Immer 20% werden weniger. Ja, also ich weiß warum. Oh, sieh, da steht ein herrenloser Klaas. Oh. Schnell wegnehmen, das Ding. Nein! Digga, es ist ja fast unmöglich zu fahren hier. Das Ding hat fast keinen Boden bekommt auf der Vorderachse. Der ist umgekippt. Nee. So. Ich weiß gerade was aus, ich bin das Ding die ganze Zeit gefahren. Es geht wohl gut. Ich muss ja nur fahren können. Warte mal, wir müssen den mal. Boah, einmal. Wenn er wieder anfängt zu roten, Leute. Müssen wir da oben hingucken. Wenn er wieder anfängt zu roten, müssen wir dem sagen, dass er nicht mehr abladen soll. Dass der Abfahrer ihn abladen kommt. Dass das Problem ist. Es sind wieder über noch gute 90.000 Liter im LKW drin. Mhm. Müssen wir mal wieder abladen gehen. Aber, ja. Ja, mal gucken. Können wir sich vielleicht nächste Folge zu haben werden. Oder diese Folge noch. Nehmen wir dann. Also ich muss sagen, es ist schon reichlich gewöhnungsbedürftig, das Ding. Das Mähwerk? Ja. Oh. Hä? Der hat das umgebaut, Digga. Hier hat's nicht mehr so eine Steigung drin. Ja, nicht mehr so extrem. Naja, also... Das ist dir jetzt erst aufgefallen. Du hast keine Steigung mehr. Hä? War das von Anfang an schon so? Ja. Ich bin noch nie hier hinten gefahren. Hier war ja eine Steigung drin, dass es nicht mehr geht in S19. Boah, ist keine 750 PS mehr für da hoch. Nee. Ja, naja, manchmal hat 750 nicht gereicht. Manchmal musste die Abschleppstange haben. Wie, ich hab den Blinker gedrückt, Leute. Oh, Blinkerino an. Abfahrt hier. Gehen überhaupt 16.000 Liter rein? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwas im Kopf, wo gehen nicht so viel rein. Kann aber nur sein, dass ich das auch im Kopf nur habe. Digga. Also ausliefern ist die Qual mit 43 km/h. So ein LKW gar nicht. Was wir kriegen? Was? JCB mit Frontlader. Wollte ich gerade sagen. Ja, stimmt. Das wäre nicht. Weil der fährt dann auch nur 60. Ja, 60 ist schon mal, ja. Ja, jetzt gibt's. Ah, das ist der kleine JCB, gell? Der große fährt 70. Oder war das sogar andersrum? Weiß ich nicht. Ja, es war so. Und der hat auch 200 PS. Ja, passt doch. Bei der Pflegebereifung, ja, gell. Okay. Pflegebereifung, ja. Der hat zwar. Und der hat auch nicht diese Assi-Pflegebereifung, wobei doch eigentlich schon. Ah ja, gut, ich wollte damit machen. Ah ne, von Mieters. Da gibt's die normale. Die du da auf dem Johnny hast. So. Mhm. Hüppa, ab in den Graben hier. Hoppa, es geht schon los. Ah, da gehen 10.000 Sitter rein. Okay. Ah ne, der geht mehr rein. Moment.
der geht mehr rein, oder? So. Das wird der Wiese fertig. Ich habe jetzt alle drei Wiesen mit demselben GPS-Kurs gemacht. Oh, ne? Perfekto. Wieder Grazie. Dann gehen wir mal in unsere Produktion und schmeißen die mal an, Leute. Wolle. Wir müssen die nur für Wolle haben. Wolle. Nee. Hallo! Aktivieren. Schön. Also los, ich schrei mega laut, aber wieder leise. Warte mal, Ausgabe ändern. Auslagern, Direktverkauf verteilen und Biogasanlage verteilen. Auslagern. Auslagern. Auslagern hört sich nicht schlecht an, also. Jetzt wieder nochmal. Perfekt, Fresh Plus hat er wieder. Okay, das ist heißt, der will einfach nicht mit uns reden. Im umgekehrten Schluss kommen da gute 8000 Liter, nee, warte mal, 8400 Liter Stoff bei raus. Stoff. Gib Stoff. Und was gibt denn Stoff? Stoff zum Höchstpreis 11.500 Euro. Schön. Das sind für fast 100.000. Also. Ja, müssen wir kurz jetzt hier. Wollte ich ja machen kurz, oder? Was anderes machen, wenn der jetzt. Oh, Digi, das läuft aber gerade extrem geil. Mit dem Abfahrer. Ja, deswegen steht da. Achso, ne, ist ja immer, wo steht. Ja. Das sieht interessant aus. Ja. Auch interessant, wenn sobald JG Abfahrer machen muss, ne? Sind mehr wie ein CP-Fahrer erlaubt. Stimmt! Was ist das denn zu tun? Er war es, der Waldrasse und CP stehen und der Gexcore, der Krümme. Ja, wir haben ja gesagt, zwei. Nee, ist immer noch nicht beschlossen. Doch, das haben wir letzte Folge war das auch schon. Sicher? Ja. Also, ich bin der Meinung, wir hatten da nur drüber geredet und noch nichts beschlossen. Keine Ahnung. Das ist interessant, wie das festhält, Leute. Aber egal, wir müssen kurz den hier umändern, dass er nicht mehr Drescher selbst abtanken aktiviert. Deaktivieren. Beim Ende stehen bleiben. Beim Entladen stehen bleiben. Deaktiviert. Ja, das ist so. Und los. Oh, das sieht ganz gut aus, Leute. Egal. So, dann müssen wir jetzt mal kurz die 90.000 Liter Rüben wegbringen, Leute. Müsst dem eine andere Mulde geben, dem Waltra. Warum denn? Dass er 45.000 Liter auf einmal mitnehmen kann. Ja, das geht aber gerade. Quatsch, dadurch, dass der jetzt andersrum ablädt, dass der jetzt abfährt und nicht abladen, genau, aufs Abladen deshalb wartet, geht das ja. Das ist wirklich so, das geht wirklich gerade perfekt, oder? So, Depot. Wir haben gerade nichts damit zu tun, wenn wir jetzt den LKW jetzt abladen gehen, den guten. Geradeaus durch, ja, dann links da vorne. Gut, dann werden wir auch gleich so machen. Wir gehen jetzt hier abladen, das Ding hier. Und dann bringen wir das gespannt zum Hof, weil es hat nichts mehr Wert für uns. Wir brauchen den ja auch wieder, wenn
Warte mal. Morgen geht doch die Ernte los, oder nicht? Oder? Weiß nicht. Nee, übermorgen. Noch einen Tag. Juli. Nee. August oder nicht? Sojabohnen. Warte mal, Sojabohnen haben wir noch drin, oder? Nee, wir haben auch Hafer drin. Ah, dass die Steuerung X, Steuerung C, Steuerung V und sowas klappt, das gut. Sojabohnen, das geht noch. Das hat nicht geklappt. Ich sag ja, ich finde diese Lenkung ist echt gewöhnungsbedürftig. Hab ja eingedreht. Weil egal wie du fährst, lenkt er mit. Ja. Wir müssten Lenkachse sperren mit drauf nehmen. Das ist so lustig, ich hab den Ladwagen gerne. Ah! Ladwagen habe ich so angegangen, dass die hintere Achse eigentlich nichts bringt, weil die in der Luft schwebt. Das kommt. Ist aber eigentlich so komisch gemacht, ja. Jetzt habe ich den Ladwagen am Zug pendelt, was eigentlich gar nicht geht, echt. Der ist eigentlich eine K18, oder nicht? Ja. Nee, der LS ist am Zug pendelt. Oder? Ah, das ist korrekt. Das ist schon jede Woche ein Anhängermaul eigentlich. Oder nur das Zugpendel? Ist irgendwie nicht die deutsche Version oder so aus dem Ding? Davon überhaupt eine deutsche? Was ist dann? Doch, wir haben EU. Okay. Wegen der US-Variante hat diese Dinger dran. Ah ja, stimmt, die haben ja da diese breiten Bahnleuchten. Ja. Na, guck mal, wie schick der jetzt aussieht hier. Lassen wir mal so kurz den Waldrad durch, weil der Waldrad ist wichtig, dass der in Fahrt bleibt, oder? Was ist denn hier drin, Leute? Ist das Kürbis oder was liegt denn hier? Potenzielle Ernte 800.000 Liter. Jo. Möhren sind das. Das war ein bisschen fette Möhren, aber naja. So fette Möhren selten gesehen. Der Deutsche. Ja. Der nordfriesische Marsch läuft auch in Deutschland. Nordfriesische Marsch, das ist Nordfriesland, das ist Deutsch. Betonung, Fabi hat da gesagt, er nimmt hier alles mit, aber hier stürzt noch die Hälfte. Ja, das, also mit der Lenkachse, das ist so ein, also, ne? Ja, also. Also, die Mission hat gerade, jetzt will ich, guck Leute. Die Mission hat gerade 22%. Jetzt werden aber 130.000 Liter Zuckerrüben geliefert. Jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich kann eine Unkraut spritzen, war noch nicht. Bin on the way. Ah. Da denkt jemand mit, ist auch wieder fast Angst. Es gibt ja eine Pflegereifung für mein Glas. Also. Ich hab zwar irgendwas verstanden, Pflegereifung von klein, aber gut. Warum sind so teuer? Oh, ich will am Geld ausgeben, ey. Abi ist halt eine Frau.
Essi-Essi bekommen. So. Zack. Auf zur letzten Wisse. So Leute, jetzt gucken wir gleich, wenn der reingeballert ist. 130.000 Blätter. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Prozent haben die gegeben. Configuration. Und Lok. Ah, schon wieder die Lok geöffnet. Was? Wie bitte? Diggi wartet auf den Prozent, der nicht kommt. Ja. Digga! Das hat 22% gehabt, jetzt sind wir bei 23. Ja. 1% für 130.000 Liter Öl. Ja, ist klar. Ein Riesenfeld. Die würden wir ja lieber verkaufen, Digga. Statt die Mission fertig zu machen. Hä? Ja. Ja, die Mission nie enden. Was? Ja, die Mission nie enden. Ja, gibst du einfach ab und lagerst bei dir ein. Genau. Ja. Nee. Kannst du ja nicht. Gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, kann doppelt schon anschauen. Für was? Nächste Woche vorbei. Bis dann drauf. Danke und ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.